Willkommen bei Kfz-Fuzzi. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Natürlich fragt der ein oder andere nach, Yunus, was ist mit deinem VR6 Turbo? Es gibt ein folgendes Problem. Ich zeige euch das jetzt. Ihr wisst ja, ich hatte ja diesen VR6 gehabt, den originalen, den wir eigentlich original machen wollten. Dann haben wir ja den Kabelbaum von denen genommen, weil der Kabelbaum ja nicht gepasst hat, weil ich eine rührende Zündung habe. Davor hatte ich Verteiler. Und da eine rührende Zündung, habe ich den natürlich geschlachtet und habe den Kabelbaum genommen, weil der Kabelbaum halt ein bisschen teurer war. So, ich will euch nur ganz kurz was zeigen. Aydan, kommst du mal bitte. Mhm. Das sind jetzt hier die ganzen Kabelbäume, die ich schon habe, geschlachtet habe oder schon gekauft habe. Ne? Und das ist schon der eine oder andere, also ist schon sehr viel. Ne? Oh ja. Hier sind 3 Kabelbäume. Für den VR6. 2-mal ruhende Zündung, 1-mal Dings, Verteiler. Der passt leider nicht zum Steuergerät, mit dem anderen Steuergerät ja, aber nicht zu dem Steuergerät, zu dem Turbosteuergerät, den ich habe. Also habe ich mir einen neuen Kabelbaum gekauft. Auf jeden Fall, da fehlt der Motorkabelbaum von dem. Und da brauche ich eure Hilfe, weil sonst klappt das Ganze nicht und wir warten und warten und warten. Ich wollte schon längst fertig haben. Hier ist hier nichts mehr. Kabelbaum wieder rein, also den alten wieder raus, Kabelbaum rein. Hier ist die Auspuffanlage rein. Und das war es eigentlich schon. Wasserleitung, Verrohrung und dann könnten wir schon Spaß haben. Aber das ist unser Problem. Ich zeige euch den Kabelbaum, also den Kabelbaum zeige ich euch nicht. Den Motorsteuergerät, den ich brauche, das ist diese Nummer hier. Mhm. Von dem brauche ich den Kabelbaum, nur den Motorkabelbaum für die Drosselklappe. Diesen ovalen Stecker brauche ich. Also da könnt ihr euch merken, weil da gibt es glaube ich nur einen Kabelbaum. Wenn ich mich nicht täusche, heißt das 16-Bit OBD2 Kabelbaum. Ich finde leider kein Motorkabelbaum dafür. Und das ist das Problem. Deswegen steht das Ganze hier und deswegen kommen wir auch nicht weiter. Dass ich jetzt den neuen Kabelbaum wieder raus und rein machen muss, ist alles kein Problem. Das mache ich gerne. Ja, der ist auch schon fertig. Den baue ich ja auch erst ein, wenn es fertig ist, natürlich. Ne? September möchte ich definitiv mit dem Lupo beginnen. Wenn er nicht fertig ist, dann wird er zur Seite getan, dann warte ich drauf. Weil ich habe da jetzt keinen Bock auf Freiprogramm mit Steuergerät, das Ganze machen, habe ich auch keinen Bock. Ich warte drauf und ja, wir haben ein Problem. Deswegen brauche ich eure Hilfe. Bitte, wenn einer diesen Steuergerät für diese Drosselklappe für mich da hat, schreibt mich an, dass ich den so schnell wie möglich zusammenbaue, dann haben wir den fertig. Weil der Lupo muss dieses Jahr so gut wie möglich fertig werden. Und wenn ich einmal mit dem Lupo beginne, dann ist eh vorbei. Vielleicht findet sich ja der eine oder andere, der diesen Motorkabelbaum hat. Ich hoffe es, weil es ist ja nicht mehr viel. Es ist ja nicht mehr viel. Ne? Ich sag mal 2 Tage Arbeit. Mhm. 2 Tage Arbeit, was eigentlich auch sehr schnell geht. Kabel rein, mit dir musst du ihn nochmal einstellen. Fertig. Und dann haben wir einen schönen VR6 Turbo. Und ich habe jetzt auch keinen Bock, jetzt den anderen jetzt zu nehmen und da einzubauen oder so. Das heißt, wir haben ja den Verteiler VR6 hier mit Verteilerzündung. Den könnte ich jetzt eigentlich alles abbauen, da einbauen, verstärken und so einbauen. Hätten wir auch VR6 Turbo, aber das ist mir alles zu viel. Muss nicht sein. Und wenn ich den bis September nicht habe, dann fange ich mit dem Loop an und der kommt zur Seite. Wir haben jetzt ein neues Projekt geholt, was den einen oder anderen freuen wird, auf jeden Fall. Und ja, nein, dann. Wenn ihr mir helfen könnt, bitte, 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 bitte hilft mir dabei. Ansonsten, ja, können wir nichts machen. Müssen wir warten. Ne? Ja. Der Lupo und viele Leute, die immer wieder fragen, was ist mit dem Lupo, was ist mit dem Lupo? September fangen wir mit dem Lupo-Projekt an. Und parallel dazu gibt es noch ein Projekt. Also 2 Projekte machen wir. Das wird geil. Ich freue mich schon. Wird auf jeden Fall geil. September wird erstmal richtig reingehauen. Aber du freust dich auf den anderen Projekt, ne? Auf das andere? Auf das andere, Aydan. Ich freue mich auf alle. Aber die Leute, die im Livestream waren, haben es mitgekriegt. Stimmt. Sonst die anderen nicht. Deswegen lohnt sich ja ab und zu mal in meinen Livestream zu schauen. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kfz-Fuzzi. Bis dann. Haut rein. Ciao.